Bei der Bundestagswahl 2013 war die damals noch junge AfD knapp an der 5%-Hürde gescheitert. Jetzt hat die Partei es geschafft, und zwar ausgesprochen deutlich. Bei ihrem ersten Einzug in den Bundestag wurde sie gleich drittstärkste Kraft. Entsprechend selbstbewusst die ersten Reaktionen der Spitzenkandidaten. Das Erste, was wir tun werden, ist das erste Versprechen einzulösen. Wir werden den Untersuchungsausschuss Angela Merkel initiieren. Da wir ja nun offensichtlich drittstärkste Partei sind, kann sich diese Bundesregierung, die gebildet wird, wie immer sie aussieht, sie kann sich warm anziehen. Wir werden sie jagen. Wir werden Frau Merkel oder wen auch immer jagen. Besonders in Ostdeutschland konnte die AfD punkten. Dort landete sie hinter der Union und vor der Linken auf Platz 2.